Sehr geehrte Damen, liebe Herren, hallo Karl-Marx-Stadt. Mal ehrlich, unsere Eltern kiffen mehr als wir, wie sollen wir rebellieren? Egal wo wir hinkommen, unsere Eltern waren schon eher hier. Wir sind geboren im falschen Jahrzehnt, wir sitzen am Feuer und hören zu, was die Alten erzählen, und zwar jetzt. Yo, wir sind Culture Candela. Und ihr schaut das Riverboat mit Charlotte Roach und Jan Böhmermann. Hallo. Herzlich willkommen zu Roach und Böhmermann. Hallo Hürth. Ah, was für ein schöner Sonntag. Was für ein schöner Sonntag. Herzlich willkommen bei ZDF Kultur, bei Roach und Böhmermann mit der bezaubernden Charlotte Roach. Charlotte. Und das? Ja, wieso? Ja. Und das hier ist die bezaubernde Jan Böhmermann. Dankeschön. Dankeschön. Wir haben tolle Gäste, oder Charlotte? Ja, richtig geile Gäste heute. Aus Berlin, die geborene Berlinerin und bezaubernde Schauspielerin, Actress Anna Fischer. Guten Tag. Guten Tag. Er ist ein wunderbarer Pornograf und der Publizist in Deutschland mit der größten Fresse von allen, Henrik M. Broder. Er ist in gewisser Weise der Held meiner Jugend. Er ist der Schwerverbrecher meiner Jugend. Deutschlands bekanntester Erpresser und Schwerverbrecher immer noch. Arno Dagobert Funke. Wobei Dagobert der Künstlername ist. Kann man nur sagen, Künstlername war. Er ist der genialste Rapper und Dichter, den dieses Land je hervorgebracht hat. Dendemann. Was für ein toller Applaus. Ein Applaus, der nur übertroffen werden kann von meinem lieben Freund und Fuck-Buddy, ein Moderator von ZDF Neo. Er führt durch die Sendung ZDF Neo Paradise. Fast wäre er der Nachfolger von Thomas Gottschalk geworden. Hier ist Klaas Häufer-Umlauf. Wir müssen uns erstmal bei unseren super Zuschauern bedanken. Wir hatten ja in den letzten Sendungen dazu aufgerufen, dass der reichste Zuschauer von Roach und Böhmermann bitte einen Kontoauszug hier hinschickt, damit wir den reichsten Zuschauer einladen können. Also eine Wildcard praktisch. Und jetzt bitte ich alle, nichts mehr reinzuschicken. Wir ersticken in Kontoauszügen und haben schon den reichsten Roach und Böhmermann Zuschauer gefunden und eingeladen für nächste Woche. Also vielen Dank für die rege Beteiligung. Unglaublich reich sind die Zuschauer von ZDF Kultur. Die sind so reich, dass wir uns überlegt haben, vielleicht die GEZ-Gebühren ein bisschen zu erhöhen, zumindest für Sie, liebe Zuschauer dieser Sendung. Und ich darf unseren männlichen Gästen etwas anbieten, was wir heute zum ersten Mal und auch zum einzigen Mal probieren werden. Wir haben ein Döschen mit Viagra zur Verfügung. Wer möchte, kann sich eine nehmen. Mhm. Das ist zum einen... Das ist wirklich echt. Echt, es ist wirklich echt. Und zwar so echt, dass wir, wenn jemand das nehmen möchte, vorher eine Erklärung unterschreiben müssen, dass wir quasi von sämtlicher Haftung entbunden werden. Es sind genau 5 drin. Genau. Nein. Ich bin der jüngste Mann. Wo sind die für die anderen? Du verzichtest? Ja, als Jüngster ist das doch höflich, oder? Ja, aber es würde der Show so einen gewissen Suspense-Faktor hinzufügen. Würde auch ständig solche Geräusche machen. Ja, weil man es dauert 30 Minuten, bis die Wirkung von Viagra also einsetzt. Also schnell, laber nicht, friss. Ja, ich würde. Vielen Dank, Dankeschön. Wirklich sonst niemand? Nee, jetzt komm nicht den Jan alleine, oder? Kriegen die Mädels auch was? Also, ich würde das nehmen. Ich hätte gerne einen Clitboner in der Sendung. Oh,
Corner. Auch bei mir würde das dann so machen. Ja? Ja. Das ist sehr, sehr erregend. Ich glaube, der Zeitpunkt ist gekommen, an dem alle Akademiker abgeschaltet haben. Endlich ist ZDF-Kultur so prollig, wie wir es haben wollen. Frauen sollen es nicht nehmen. Steht auf der Packungsbeilage. Warum? Steht nicht da, warum. Die sollen es nicht nehmen. Es ist echt. Es ist wirklich echt. Nimmst dann du jetzt nehmen es du nicht? Nicht mehr. Auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil ich nicht so doof bin und das jetzt nehme. Es ist übrigens, also ich werde jetzt, ich weiß nicht, ob es ein schöner oder ein schlechter Rekord ist, der erste Moderator im deutschen Fernsehen, der quasi eine offensichtliche Erektion haben wird in einer halben Stunde. Vergleich. Die wollen wir nachher sehen. Es steht da 30 Minuten. Ist, aber es ist, ich habe extra nachgelesen, es wirkt nicht sexuell anregend, sondern nur, wenn man sexuell erregt ist. Aber hättest du wenigstens mal eine Jeans angezogen, du hast auch noch so einen leichten Anzug an. Ne? Ich hatte erst überlegt, mit so einer Ballonseidenhose rauszukommen und zu gucken, was da. Aber die Hose, schau mal, die Hose reicht eigentlich. Also noch. Oh Gott, der hat die jetzt schon eine. Ah, nee. Ne? Also, Böhmermann, damit das Niveau dieser Sendung direkt von vornherein klar ist, ansonsten möchte keiner, ne? Mhm. Schade, wird ans Team verteilt. Naja. Ich muss auf meinen Blutdruck achten. Ach so, ja, das ist, wenn man ein Herz hat, dann sollte man keins nehmen. Ich habe keins. Sie haben auch keins, Herr Bruder. Ich habe kein Herz, nein. Aber Sie wollen nicht, ne? Lieber nicht, Angst. Richtige Angst, ja. Ich bin schon Drogenjunkie. Ich nehme so viele Tabletten, wirklich. Was denn zum Beispiel? Ich nehme was gegen die schlechte Laune. Dann nehme ich was gegen die gute Laune. Ja, und das wechselt sich so ab. Dann nehme ich etwas zum Einschlafen, dann nehme ich was zum Aufwachen. Bin eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt. Meine Frau hat mir so ein kleines Pillendöschen gekauft. Ach, das ist aber lieb. Ja, morgens, mittags, nachmittags, abends, Mitternacht. Und sind das so homöopathische Sachen oder Gott richtige Pharmazeutika-Knaller? Nein, ich bin mal fast an der Homöopathie gestorben. Das sind alles Scharlatane, wirklich alles so Pillendreher. Sie kriegen so kleine weiße Pillchen und dann verrecken sie daran und dann sagt der Homöopath, gut, gut, das ist die Erstverschlimmerung. Aha. Das mache ich nicht wieder. Nein, richtige Chemie, richtige, feste, handfeste Chemie. Charlotte, kann ich dich mal für einen kurzen Moment alleine sprechen? Ja. Wirkt das schon? Was für eine Scheißidee. Eine absolute Scheißidee. Tut mir echt leid, wenn ich einen Penis hätte, würde ich mitmachen. Was für eine absolute Scheißidee. Aber du musst das jetzt durchziehen, Jan, ohne Scheiß. Ich habe dir vorher gesagt, was ist, wenn keiner das macht. Weiter. Das ist jetzt viele Stunden, leider. Weitermachen. Mhm. Unser erster Gast war Gesprächsthema 4 Jahre lang am Frühstückstisch meiner Familie zu Hause. Mein Vater ist Polizist gewesen und entsprechend bewegt hat ihn die Geschichte des ersten Gastes, den wir Ihnen heute vorstellen möchten. Er ist Deutschlands immer noch bekanntester und fast erfolgreichster Schwerverbrecher gewesen. Arno alias Dagobert Funke. Und das ist der Einspielfilm, der ihn uns vorstellen wird. Der hoffentlich vollständig resozialisierte Arno Martin Franz Funke war einmal Deutschlands bekanntester und beliebtester Schwerverbrecher. Unter dem Entenfüßchen unten Künstlernamen Entenfüßchen oben Dagobert hält der zweimal sitzen gebliebene Absolvent der berüchtigten Rütli-Schule in Berlin-Neukölln zwischen 1988 und 1994 die uniformierte und nicht uniformierte Bevölkerung der frisch wiedervereinigten Republik in Atem. Mit einigem, Achtung Entenhausen-Wortspiel, Tick, Trick und Track, einer Handvoll selbstgebastelter Bomben und Dutzenden Geldübergabeversuchen erpresst der heute 62-Jährige den Karstadt-Konzern und das Berliner KDW und verursachte dabei einen Schaden von mindestens 5 Millionen Euro. Sein Einfallsreichtum, die Tatsache, dass kein Mensch zu Schaden kam und ihn die Polizei 6 Jahre lang erfolglos jagte, machte den Bargeldliebhaber Dago Funke beim Volk zeitweise beliebter, als es mancher Bundespräsident je war. Nicht zu fassen, aber dann doch. Arnobert Funke wird zu 9 Jahren Knast und 2,5 Millionen Mark Schadensersatz verknackt. Heute ist er Satiriker, Karikaturist und Autor und Gast in unserer Verbrechershow. Ja, ja, ja.
Haben Sie sich gerade eine Träne weggewischt oder was war das? Ich glaube, es ist noch vom Schminken. Ich habe ganz vergessen, dass ich da leicht allergisch bin am Auge. Aber ist ja egal. Geht noch. Okay. Noch kann ich euch erkennen. 2,5 Millionen Mark Schadensersatz, die Sie zahlen müssen. Wie sieht es aus momentan auf dem Konto? Wie viel sind Sie im Dispo noch? Also ich bin immer unterhalb der Pfändungsgrenze. Das heißt, das üppige Honorar, was wir Ihnen heute zur Verfügung stellen, wird direkt... Ich habe keinen Koffer dabei. Sie waren mal richtig gesucht von der Polizei und im Polizistenhaushalt. Das hat meinen Vater immer besonders gewurmt, dass Sie nicht zu fassen waren. Also es gibt ja diese Geschichte, dass mal ein Polizist Ihnen hinterhergelaufen ist und auf einem nassen Laub ausgerutscht ist. Ja. Quasi die Hand schon an Ihrer Jacke, während Sie dann da weggesprintet sind. Wie fühlt man sich auf der anderen Seite? Anstrengend, das ist Stress pur. Das ist wahnsinniger Stress pur. Burnout. Burnout klopft an der Tür. Aber es war ja wirklich so. Ich meine, ist ja nur eine Sache, die ja nun sehr emotional ist und anstrengend ist und mit Angst auch behaftet ist. Da kommt dann nicht so viel Freude auf. Was haben Sie denn gegen die Angst dann gemacht in der Situation? Eine Zeit lang nichts, weil ich dann nun auch mit dem Alkohol immer vorsichtig war. Aber zum Schluss hatte ich dann doch vielleicht vorher mal ein Bier getrunken. Also Sie waren also besoffen? Nach einem Bier. Mut angetrunken ist das. Ist das auch der Grund, warum die Polizei Sie dann letztlich geschnappt hat? Nein, das hatte andere Gründe. Was denn für Gründe? Waren Sie unvorsichtig? Ich hatte dann auch nicht mehr die Geldmittel, jetzt für meine Sicherheit zu sorgen, sagen wir mal so. Was heißt denn das? Naja, weil es kostet ja auch alles Geld. Also ich wusste natürlich, dass wenn ich bei der Polizei anrufe, dass der Anruf zurückverfolgt wird und das dann natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man dann aus derselben Gegend anruft. Und dann muss man natürlich mal den Standort wechseln. Und wenn man dann Auto braucht und dann Benzin verfährt und so weiter, zum Schluss war eben das Geld dafür nicht vorhanden, weil ja auch mein Auto kaputt war. Auch das noch? Ja. Damals bei der Geschichte, wo dann, weiß nicht, wie viele tausend Polizisten an Telefonzellen gewartet hatten, da war dann so, dass ich ohne Auto unterwegs war, weil es in der Werkstatt stand und hatte aber schon irgendwie so ein Gespür dafür gehabt, dass irgendwas nicht stimmt und hatte nur durch Zufall eine Telefonzelle entdeckt, wo ich mich sicher gefühlt hatte. Und später, einen Tag später in der Zeitung, musste ich dann lesen, dass zigtausend Beamte an Telefonzellen auf mich gewartet haben. Nur an der Stelle, wo ich war, da war gerade keiner. Und dann auch noch gegenüber der Walt Disney Oberschule. Und das war natürlich ein gefundenes Fressen wieder für die Medien. Moment, Sie haben eine Telefonzelle benutzt gegenüber der Walt Disney Oberschule als Dagobert und da stand kein Polizist. Ja. War nicht schlecht. Wie ist Ihr Verhältnis zum Recht heute, nachdem diese ganze... Ich nehme mal an, für Sie ist es abgeschlossen. Da haben Sie noch mehr Erpressung am Laufen irgendwo. Nee, aber meine Recht eigentlich wie jeder normale Bürger auf der Autobahn, wenn ich da rechts überholt werde, frage ich mich auch immer, wo ist die Polizei jetzt? Ja. Aber es ist schön zu hören, dass das Leben eines Schwerverbrechers ist. Also was Stress, hauptsächlich stressig eigentlich. Da lohnt sich das doch eher, Manager zu werden von einem DAX-Konzern oder sowas. Als sicherlich würde man da mehr Geld verdienen. Ja. Stimmt es denn, dass Sie so einen hohen IQ haben? Na, den habe ich versoffen. Also der war mal. Ja, ich habe gedacht, vielleicht haben die Polizisten ja ihren IQ getestet, damit die im Nachhinein rechtfertigen können, warum die so blöd waren und sie nicht gefasst haben. Nein, die waren ja nicht blöd. Also muss man ja wirklich mal richtig stellen. Die haben ihre Arbeit gemacht. Das ist für die Polizei ja auch nicht einfach gewesen. Jetzt kommt dir der Schmuseverbrecher auf einmal. Ja. Ich kenne inzwischen auch viele Polizisten privat, auch Leute, die an der Jagd beteiligt waren. Und, geht dann, jetzt zusammen aus oder so? Es ist schon vorgekommen, ja. Wir zusammen in einer Telefonzelle? Nee, dann in eine Kneipe ein Bier trinken. Ja. Dass die dann auch so, machen die auch Fotos und so? Nee, das wollen wir lieber nicht, sonst sehen wir uns dann nachher wieder in der Bildzeitung irgendwie. Merkst du denn schon was, Jan? Ja. Ich bin mit dir, also ich bin für dich total aufgeregt. Nee, ich war kurz aufgeregt. Klaas guckt unter den Tisch. Ich bin noch nicht sexuell stimuliert von dem, was der Funke erzählt hat gerade. Der Tisch hebt sich langsam. Muss dann jemand dich erstmal erregen? Es muss mich jemand erregen. Suchst du dir denn jemanden aus der Runde aus? Ich weiß, dass es bei Klaas funktioniert, weil wir ja viel zusammen arbeiten. Tagelang streichen, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir streichen uns manchmal tagelang. Weinen viel. Ja.
Auf Tour ist es wirklich so. Also wir hätten keinen Sex, wenn Klaas nicht im Tourbus mit offenem Mund einschlafen würde. Falls jemand noch mehr erfahren will über Klaas, hier, gucken Sie diesen Film, bitte. Der süße Oldenburger Showmaster Klaas... Der süße Oldenburger Showmaster Klaas Häufer-Umlauf hat einen Haaransatz wie ein Monchichi. Kein Wunder, dass der 28-jährige Klaus Umlauf nach der Realschule eine Ausbildung zum Friseur machte. Wobei, Gerüchten zufolge, das eigentliche Augenmerk des körperlich sehr kleinen MTV-Stars während seiner Ausbildung eher auf seiner Tätigkeit als Schauspieler am Oldenburgischen Staatstheater lag. Nach der Lehre absolvierte der glühende Frank Sinatra-Fan Hans Umweg Einlauf seinen Zivildienst bei Viva. Er moderierte Viva Live, die Retro-Charts und Klaas Wochenshow. Mit seinem Lebensgefährten Joachim Winterscheid führt Klaas Einhorn-Unterberg auf MTV allwöchentlich durch die Show ZDF Neo Paradise und auch als Star-Reporter bei Harald Schmidt macht der zierliche Fagottspieler eine gute Figur. Bisheriger Karrierehöhepunkt des Mannes, der eines Tages Thomas Gottschalks Nachfolger werden wird, hoffentlich nicht am ARD-Vorabend, ist aber zweifellos die Zusammenarbeit mit dem genialen Superstar Jan Böhmermann auf den Kleinkunstbühnen der Republik und im Radio. Eines ist sicher, der ultrasympathische Bartfreak Niklas Läufer-Ungut ist einer der kommenden Männer der deutschen TV-Unterhaltung und kann seine Praxisgebühr mittlerweile selbst bezahlen. Ja. Ihr schickt ja so Fotos, ne, die wir dann benutzen für die Einspieler. Und normalerweise ist das ja bei Menschen so, dass die als Kind süß aussehen und als Erwachsene geht so. Bei dir ist aber umgekehrt. Ja, eins am anderen. Man sieht ja, wenn man als Kind so ein bisschen deformiert aussieht, finde ich, hat das auch was Süßes. Also, ja, deswegen, für die Mutter. Aber nein, für alle, weil das ist doch deswegen so ein Beschützerinstinkt. Entweder hast du ganz große Augen oder einen extrem komischen Kopf oder so, damit dann denkt, um den muss man sich besonders kümmern. Das hat doch evolutionäre Gründe. Ja, aber dir ist selber auch schon klar. Du hast offensichtlich schon mal drüber nachgedacht, dass du als Kind geht so was. Und ja, ich sah aus wie ein Benzinkanister mit blonden Ohren. Haaren. Ja. Und hast du den Mund früher als Kind zubekommen, weil der war eben so schön offen? Weißt du, es gibt ja Leute, die kriegen den Mund nicht zu. Bitte? Es gibt Leute, die kriegen den Mund... Im Turbus, meinst du? es gibt Leute, die kriegen den Mund anatomisch nicht zu. Wegen der Zähne oder was? Nee, weil die Lippen zu kurz sind. Ein Überbiss. Nee, die kriegen den Mund nicht zu. Ja, gut, ja, okay. Die haben immer einen offenen Mund. Aber zu denen gehöre ich aber nicht. Also, ja, okay, ich wollte ja nur nachfragen. Nein, ich habe also auch als Kind hin und wieder den Mund auf und zugemacht. Also ich hatte sehr viel, sonst war nicht viel los in meiner Kindheit. Aber ich habe sehr oft mit meiner Schwester gemeinsam als Spiel den Mund auf und zugemacht, im Flur sitzend. Ja. Manchmal haben wir auch verkehrt herum durch ein Fernglas geschaut, dann war alles sehr weit weg. Das war auch sehr lustig. Ja. Wusste ich noch gar nicht, Klaas. Darf ich noch jemandem was zu trinken anbieten, beziehungsweise wenigstens mal erzählen, was wir für einen wahnsinnig tollen Whisky hier auf dem Tisch. Ja, der wirkt auch schon. Pass auf, wirkt bei dir? Ja, ja. Ein Baumor Eiler Single Malt, 18 Jahre alt, also fast älter als du, Anna. Nee, das stimmt nicht. Du bist älter, ne? 25. Ja, aber ich wollte jetzt ein Kompliment machen, ist aber. Ach so, weil ich mich darauf konzentrieren muss, keine Erektion zu bekommen. Nicht wegen dir. Ja, sondern, danke. Sondern wegen der. Also auch wegen der. Oh, ich weiß mal gar nicht, was man sagen soll. Ja, das ist ein bisschen also auch wegen dir, Anna. Ja, aber hauptsächlich. Ja, hast du schon ein Zelt gebaut? Ich sag nichts, oder? Ich sag nichts. Lass dich überraschen. Schon ein Hörnchen? Also ein Baumor Eiler Single Malt. Die Nase, Herbstblätter auf feuchtem Waldboden, wenn man dran riecht. Ah. Heidekraut, Holzrauch, wachsige Apfelschalen. Ob das. Muss ich ja nur vorlesen. Wie eine Sendung auf ZDF Kultur, überraschend im Abgang, ne? Ja, ja, ja. Du mit deinem scheiß Sender da, ZDF Neo, die Proletenkacke da. Sind wir eigentlich, ist das, sind wir, also wir sind auf anderer Ebene jetzt nicht unbedingt wir, aber so die Chefs sind die verfeindet? Ja, klar, nicht nur so. Die, auch wir sind verfeindet. Merkst mit du das nicht? Wie also ich dich unterm Tisch mit meiner Erektion versuche zu treten. Zu erstechen. Ich dachte, wir sind Konkurrenten, ernsthaft. Also uns wird das bei ZDF Kultur immer gesagt. Günther Jauch ist euer Konkurrent. Und da werdet wir sind da, um euch fertig gedacht, zu machen. Ihr müsst so lustig sein wie Joko und Klaas. Wir müssen genauso zusammen harmonieren wie Joko und Klaas. Ja.
Ich soll mir mehr Mühe geben, so einen schönen Hals zu haben wie der Joko. Joko, ja, genau. Und ich soll mir schön, die Brust lang, rasieren. Lang muss er sein. Es geht gar nicht darum, dass der schön ist. Du musst einfach einen sehr, sehr, einen doppelt so langen Hals wie andere. Es gibt ja diese so Naturvölker, die so einen sehr langen Hals haben. Ja. Und Joko ist so eine Art Gottheit da. Ja. Kennen Sie eigentlich Joko, Herr Herr Broder? Joko Ono? Ja, Joko Ono. Das ist Ihre Generation. Nee, Joko Winterscheid. Das ist sowas, der bringt eines Tages auch ZDF Joko, Neo Joko auseinander. Joko ist ein Mann? Ja, ist ein Mann. Ja. Glaube ich, oder? Kann man sich, ja, also der heißt Joko, kann man sich auf nichts mehr verlassen? Ja, man könnte Sie denken Joko wegen Gauk Joko sagen. Ono, ja, aber Joko der ist Ono. Praktisch Klaas Joko Ono. Wie soll was? Ich das verstehen? Der ist er bringt mich auseinander, oder was? Denn mal! Ja. Nicht einschlafen. Ja, Mann, über was redet ihr denn hier auch? Ja. Das wird übrigens... Und... Wie, über was... Wir versuchen... Lass mich mal bitte wirklich jetzt mal... Lass Joko in Ruhe, beide. Die haben euch beide nichts getan. Aber wir sagen doch gar nichts gegen Joko. Doch, gegen sie und gegen den Dingens auch, den langen. Beide Jokos? Ja. Ja. Ach so, beide, ach so. Voll in Ordnung. Okay. Danke, Dennemann. So. Gut, dass Klaas, du hier bist. Menschlich, ihr wisst, aber Joko, die beiden sind echt... Klaas, ist mir auch schon aufgefallen. Ist es eigentlich bei euch, gibt es bei euch Quotendruck bei ZDF Neo Paradise? Weil wir haben wahnsinnigen Druck. Naja, die 1%-Marke muss geknackt werden. 1%? Ja, von unten. Ach so. Genau. Wir sind bei 0,1% Vorgabe. Das ist ja eine richtige Insider-Sendung bis jetzt. Ja, wir haben überlegt, die können Sendung... Wir mal über, ja. Können wir mal über RTL 2 reden oder sonst was Relevantes. Berlin Tag und Nacht hat 10%, also wenn Sie das interessiert, ja. Das also, gucken ganz ich viele hier Leute. Vielleicht ein was Thema, ist mit Bauersucht Frau? Gucke ich auch leider nicht. Bauersucht Frau ist, glaube ich, wieder vorbei. Es gibt das neue Format auf dem Sendeplatz. Die heißt Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht ist auch vorbei gerade. Jugendliebe heißt gerade das aktuelle Format. Guck ich mal von, rein. Inka Bause moderiert, wo alte Leute dann da gestern oftmals auch feststellen, dass die dann auch schon tot sind, die... Das ist traurig. Das ist traurig, das ist aber es ist das Leben. Ich dachte wirklich, also bei so einem Format wie Jugendliebe, was jetzt ja läuft immer sonntags um 19 Uhr, glaube ich, dass dann auf jeden Fall, wenn man dann schon mal mit 70 es nochmal wissen will und sagt, meine Jugendliebe, die möchte ich mal wieder treffen und die haben wir damals im Urlaub kennengelernt, das war alles ganz toll in Südfrankreich und dann zieht Inka Bause los und stellt fest, tot. Und fährt zurück und sagt, ja, tot. Und dann ist vorbei und dann kommt der nächste Fall. Ist bringt ja ihr den denn mit? Ja. Dann den aufgebahrten leicht, den und zwar Körper und sagt, ja, und aber ist nicht gefunden. So schlimm, weil es auch nicht mehr so ansehnlich ist. Gespielt von Sascha Grammel, werden auch, also den Bauchredner, der spielt dann den Toten und dann da können die quasi sich unterhalten. Das ist die Rolle für Johannes Hesters. Ja. Lebt er noch? Das ist die Rolle seines Lebens. Achtung, Inka Bause, die Jugendliebe darstellt. Er lebt, glaube ich, nicht. Nein. Also der ist tot? Ist er wirklich tot? Ja, ich glaube, er ist gestorben. Ja, also, ja, schon eine ganze Sie müssen Weile das doch wissen, tot. Sie sind doch näher an ihm dran. Also. Oder? Ich finde, wir sollten einen neuen Einspieler zeigen. Moment mal. Wir haben schon Einspieler-Fans im Publikum. Die nur wegen der Einspieler kommen, ne? Ja. Zeigen wir vielleicht den Einspieler, der bezaubernden, noch sehr stillen, aber es wird sich vielleicht gleich ändern, Anna Fischer, die links neben mir sitzt. Ich bin doch ja nicht so still. Ja, stimmt, aber es kann noch... Bitte, mehr Alkohol, ja. Anna Fischer. Ja, ja. Jed Kacken schallt es unter dem Mireille-Mathieu-Topfschnitt der 25-jährigen festangestellten Tochter Anna Fischer hervor. Die geborene und noch dort lebende Berlinerin ist Schauspielerin und Sängerin der von Ärztebassist Rod produzierten Punkband Panda und mag es nicht, mit Mireille-Mathieu verglichen zu werden. Augen auf bei der Berufswahl. Als Müllmann wäre Anna Fischer das nicht passiert. Müllmann wollte die eigensinnige Abiturverweigerin als Kind werden. Dann, mit 11, kam ihr aber die Mitgliedschaft in der Kindergirl-Group Zungenkuss dazwischen. Für unsere gebührenfinanzierten Moralvorstellungen ist 11 zwar ein bisschen zu früh für französische Küsse, aber ein Blick auf das Trophäenregal der stramm heterosexuellen BMX-Radfahrerin Anna Fischer zeigt, ihre Karriere hat es nicht geschadet. Anna Fischer hat den Max-Ophüls-Preis gewonnen, die Goldene Kamera, den Grimme-Preis und den Deutschen Fernsehpreis sowieso. Schauspiel und Gesang, Zahnlückenbesitzerin Anna Fischer ist gefangen zwischen zwei großen Talenten und unter einer süßen Frisur. Aber reduzieren wir die Radauschachtel Anna Fischer mal nicht auf Offensichtliches. Wir sind ja nicht bei Günther Jauch. Jed
Bereust du das, dass du das erzählt hast mit dem, dass du Müllmann werden wolltest, weil alle sich draufstürzen und sagen, hahaha, eine Frau, die Müllmann werden will. Nein, überhaupt nicht. Also warum nicht? Also Müllmann ist doch eine total coole Sache. Ja, so ist auch total gut. Jan also, und ich wollten früher auch Müllmann werden. Wir wollten auch Müllmann werden. Und in gewisser Weise sind wir es ja heute auch geworden. Ja, ein bisschen je nachdem, wie die Gäste sind. Also, ey, sorry, aber wer Viagra frisst, ey, der ist nicht weit vom Müllmann. Ja, es ist auch, ehrlich gesagt, ich habe dabei überlegt, ob es eine gute Idee ist. Ich bin mittlerweile anderer Ansicht, aus Gründen, die ich jetzt nicht sage. Ich möchte da nicht drüber sprechen. Aber es ist, warum möchtest du da nicht drüber sprechen? Dennemann, jetzt erst die ganze Zeit nichts sagen, jetzt auf einmal, wenn es um Bimmel geht, ja. Netter Versuch, warum möchtest du darüber nicht sprechen? Nee, doch, es passiert noch nichts, aber man merkt was. Ich spüre, der Lendensaft. Der Lendensaft, nicht? Aber wie machen wir das? Wir müssen dich ja gleich irgendwie stimulieren. Was wir magst müssen, du denn? Du musst nicht, Charlotte. Nein, aber dann muss ja jemand anders aus der Runde aus. Herr Broder? Ohne hingucken. Oh, bitte. Wie? Irina Paar. Frau Rasch. Ja, nee, es ich habe so nett über sie geschrieben, ja. Ich hörte davon. Es ist ja ein Springerblatt, das lese ich ja nicht. Sie haben Prinzipien? Gehört. Absolut. Sie gehen mit einem Mann ins Studio, der von Viagra lebt und Sie haben Prinzipien? Ich liebe nicht von Viagra. Ja. Ich merke gerade, wie ich komplett keinen Blut mehr im Kopf habe, wirklich. Nervt dich das, was... Ich wollte nur kurz sagen, dass... Entschuldigung, möchtest du mit Anna Fischer erst? Nein, mach, dann verstelle ich meine Frage nachher der Anna machen Fischer. Machen Sie mit der jungen Frau weiter. Das hier... Der alte Jude, der mal dazwischen redet, ist Hendrik M. Broder. Und das ist der Film, der ihn uns vorstellen wird. Um es gleich vorweg zu sagen, Hendrik M. Broder ist der älteste Gast, der bislang selbsttätig den Weg in unser Sendungsstudio gefunden hat. Der vor 65 Jahren in Katowice, dem ehemaligen Katowice in Polen, dem ehemaligen Deutschland geborene Satiriker, Journalist und Seniorblogger, startete seine Karriere bei dem linken Sexblättchen St. Pauli Nachrichten. Während seines nach eigenen Angaben erfolgreich abgebrochenen Studiums an der Uni Köln fasste der Schneekugeln sammelnde Islamkritiker Broder den Entschluss, mit dem Wort Ficken die Welt zu verändern. Da die publizistische Karriere des halbgreisen Ironikers altersbedingt derart lang ist, begnügen wir uns mit der Benennung des aktuellsten TV-Projekts des verheirateten Vaters einer Tochter. Mit seiner ARD-Satire-Show Entweder Broder lockte er Millionen junger Menschen vor den Fernseher. Nach Hendrik M. Broder ist der Asteroid 236800 Broder benannt worden. Und weil wir wahnsinnig unsicher sind, ob man das Wort in Deutschland überhaupt sagen darf, erwähnen wir lieber nicht, dass das Dauer-3-Tage-bärtige Polemik-Genie Jude ist. Entschuldigung, ich hab euch unterbrochen. Das tut mir leid. Ist doch nicht schlimm. Dafür ist die Sendung noch da. Du darfst mich ruhig unterbrechen. Aber jetzt hab ich das Gefühl, dass hier was kaputt gegangen ist. Ist nicht schlimm, wir reparieren das gleich. Stimmt das mit diesem Asteroid oder ist das irgendein Schwachsinn, den Jan sich für den Einspieler hat? Nein, das stimmt wirklich. Hamed hat einen und ich habe auch einen Asteroiden. Kauft man das für Geld? Nein, das ist eine Ehre. Das ist sowas wie der Doktor bei Gutenberg. Nicht? Man bekommt ihn einfach. Von wem? Ja, es gibt so eine deutsche Asteroidengesellschaft und die haben uns zu den Ehrenmitgliedern ernannt. Könnte Dendemann auch ein sowas haben? Im Prinzip jeder. Der sich eine besondere Leistung ausgezeichnet hat. Und bewirbt man sich selber oder kommen die auf einen zu? Nein, das ist wie die Aufnahme in die Académie Française. Man kriegt das angetragen. Das ist eine große Ehre. Also kriegen wir das nicht. Ja, Ich könnte mich für euch einsetzen. Sie gehören doch zu den Männern, die in der Jugend durch Josephine Mutzenbacher sozialisiert wurden, oder? Ja, erstmal bin ich sozialisiert worden durch die grauenhaften Feministinnen der 60er Jahre. Ja. Die trugen alle Latzhosen, haben sich die Haare alle 4 Wochen gewaschen, hatten keinen BH zu Hause. Und wenn man sie nur einmal kurz ansah, sagten sie, ich bin doch nicht dein Lustobjekt. Hm. Als ob das nicht vollkommen offensichtlich wäre, dass das kein Lustobjekt sei. Ja. Aber stimmt heute, denn... Heute gehe ich durch die Straßen und denke mir, mein Gott, ich bin 65. Und all die gut aussehenden jungen Frauen, die vermutlich alle auch intelligent sind und schon ihren Bachelor gemacht haben und in der dritten Welt als Entwicklungshelferinnen gearbeitet haben und gut aussehen und eine Ahnung von Mode haben. Warum so spät?
Sind Sie so ein Toucher eigentlich, jetzt wo Sie da schon so... Ja, ich wäre gern einer, aber man darf ja heute nicht. Doch, man darf schon halt nur einmal und dann gibt's ja halt einen. Mögen anderen Sie Tauner, die Serie Mad Men? Mad Men? Ja. Ist das im Privaten? Das ist Privaten, so eine Serie aus Mann, Amerika. Der mit Matt spielt. Nein. Tut mir leid. Da wird den Frauen noch ich immer auf den Arsch gehauen. Ich gucke nur vegetarische Serien, ja. Nee, kennen Sie nicht. Nein. Nee. Kennen Sie The Big Bang Theory? Nee. Das ist geil. Ist das nicht fantastisch? Ist super. Es ist das Beste, was im Fernsehen vorkommt. Sie sind das die das Erste und Einzige, die es kennt. Spielt mal vor. Du bist doch Schauspieler. Kann man nicht. Kenne ich auch. Ich gucke auch immer wieder mal. Es geht zu viel um Quantenphysik und Strings. Ach, und, ihr beiden, ihr seid so schlau. Also, ja. Ja, es ist so einfach. Immer noch auf ProSieben. Also es ist jetzt nicht von Harald Lesch präsentiert. Also, okay. Das muss ich nochmal dazu sagen. Bist du nicht voll der Serienfan? Ja, aber Big Bang Theory habe ich ausgelassen. Ja, ne? Was ist denn dein, wenn du eins empfehlen würdest, was ist das Allerbeste? Lindenstraße. Ja, Klassiker, doch. Aus dem Amerikanischen jetzt. Ja. Little Britain. Boah, nur die gelten. Desperate Housewives. Breaking Bad? Nee. Dexter. Ich würde Sex jetzt, weil wenn ich eine darf, dann würde ich Arrested Development. Ah, sehr gut. Sehr gut. Welches Development? Sehr gut. Es gibt kundige Zuschauer. Ich auch nicht. Es gibt demnächst Arrested Development, den Film. Ja, seit 3 Jahren gibt es den. Aber er soll wirklich demnächst erscheinen. Ja, bitte. MacGyver? Ja, komm. Ah, lang so, her. Aber so ein bisschen ist es doch so. Du bist also ja. Äußerlich eine Reminiszenz. Wir hatten ja nichts. Was hatten wir denn? An Richard Dean Anderson. Ja, auf jeden Fall. Ist das so ein Popstar-Entschluss gewesen, quasi jetzt mal von Stuttgart-Barre rasiert hin zu lang, hinten lang, vorne kurz? Das dauert ja einen Moment auch, ne? Du hattest lange Zeit, während die Haare wuchsen. Man muss nicht die Entscheidung nur haben, man muss sie auch durchhalten. Ne? Wie ist das im Privatleben, wenn du nicht als Dennemann unterwegs bist, sondern als Daniel? Wirst du da im Supermarkt komisch angeguckt mit dem? Ja. Ja. Bitte spielt doch mal den Einspieler ab über Dendemann, ja. Bitte. Eure ganze Sendung besteht nur aus Einspielern. Ja, die Einspieler sind besser als... Sie saufen, Herr Broder, ja. Sie saufen einfach nicht. Ihr könnt euch ruhig etwas mehr Mühe mit euren Gästen geben. Kein Bock. Einspieler, Extra. Eine schöne Überschrift für morgen. So ein schöner Sonntag. Ich so irgendwie hier so am Rumsitzen, er so irgendwie auch so. Bevor der arme Ritter Daniel Ebel die glitzernde Welt des Showgeschäfts betrat, ist Menden im Sauerland allenfalls für die geilen Pyroshows der mittelalterlichen Hexenverbrennungen bekannt. Doch über ein scheinheiliges Alibi-Praktikum in einer Videoproduktionsfirma gerät der kleine Beastie Boys-Fan Daniel 1996 nach Hamburg und wird als Dendemann einer der bekanntesten Söhne der sauerländischen Megametropole. Kopf hoch, mein Sohn, wenn der Hals auch dreckig ist. Die Texte des 37-jährigen Reibeisenstimmenbesitzers waren und sind schon immer um Längen besser als die anderer Deutschrapper. Mit dem unerreicht guten Hip-Hop-Projekt 1-2 gelang dem ehemaligen Lungenklinik Zivi der kommerzielle Durchbruch. Auf 1-2 folgte unter anderem Fischmob, der obligatorische Solokarrierenknick und folglich ein weinerliches, ein bisschen zu selbstreflexiv geratenes Album. Jedes große D hat ein kleines Ende, Mann, könnte man denken. Zum Glück nicht. Dendemanns aktuelles Album Vom Vintage verweht knüpft an alte Erfolge. Und weil es zum guten Ton eines Popstars von Welt gehört, sich alle paar Jahre neu zu erfinden, siehe Madonna oder Lady Gaga, trägt Dendemann seit kurzem einen postcoolen Schnurri, MacGyver-Matte und stilbefreites Trucker-Cap. Ich so, ZDF so, er so, D zu dem E, zu dem Endemann. Also... wir müssen sagen, das ist der hymnischste Einspieler, den wir jemals gemacht haben für einen Gast in dieser Sendung, weil wir beide finden, dass und das ist jetzt ein völlig unironisches Kompliment, dass du einfach die Besten jemals, es ist doch so. Ja, es ist doch so. Macht dich das fertig, wenn Leute das zu dir sagen? Kannst du damit nicht umgehen? Überhaupt nicht, siehst du. Du musst sagen, du musst es annehmen können. Ich bin erleichtert. Ich dachte, ich müsste nach diesem Film den Piepknopf festtackern.
Nenn du mal jemanden, wo du denkst, der könnte auch nur ansatzweise mithalten an deiner Reimkunst. Das ist doch, das kann man doch nicht fragen. Das ist doch, wenn er das jetzt beantworten würde, wäre das ja quasi. Ja, wie? Der kann doch jetzt einfach nette Kollegen nennen, die der auch gut findet. Ist doch nicht peinlich. Aber er würde sich dann ja quasi über andere stellen. Das ist eine Suggestivfrage. Wir stellen ihn doch über andere. Erst einen geilen Einspieler machen und dann mit Fragen. Er holt andere mit auf Platz 1. Ja, okay, da probier's doch. Braucht ihr mich noch? Ja, ne, sorry. Ich finde, der Sammy Sorge, der kann schon ganz gut reimen. Ah. Siehste? Ja. Klar kann der das. Der kann schon ganz gut reimen. Ist auch demnächst Gast bei uns in der Sendung. Zu Recht. Ja, er ist sehr gut. Ihr sprecht in Rätseln. Sie haben absolut keine Ahnung, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Was hören Sie denn so privat für Musik? Privat? Mhm. Privat höre ich mein eigenes Angstgeheul. Nee, ich wette Adele Jazz. Oder was? Jazz, ganz bestimmt. Sie kiffen und hören Jazz. Nee, Sie sind hier, darf ich mal kurz, ich zeige halt mal das, guck mal so, dann können wir nämlich endlich das Gespräch mit Anna Fischer dann weiterführen. Ich halte aber das Bild, das Buch von Henrik, Vergesst Auschwitz. Wir auch oder nur Sie? Nein, alle. Wir auch? Ja, ihr auch, alle. Gibt es Panda noch? Na klar. Auf jeden Fall. Ja, ich wollte bei iTunes die Sachen holen. Nein, der letzte Panda ist in Auschwitz umgekommen. Du hast gesagt, ich soll weitermachen. Ich soll mit Anna weitermachen. Dabei ist mir nicht aufgefallen, dass auf dem Cover Auschwitz steht. Aber alles, was Anna Fischer jetzt sagt, wird immer in Kontext mit Auschwitz gebracht. Du hast das vor der Sendung geschenkt bekommen. Deswegen musst du doch wissen, was da draufsteht. Geliehen. Ey, ganz kurz. Ihr müsst das schon mal erklären, ganz kurz, warum Vergesst Auschwitz. Also, ganz kurz dazu. Ja. Ist total schwindelig. Dann kommen wir jetzt klar und wir müssen, ist es... Warum denn Vergesst Auschwitz? Gut, also ich sag's ganz kurz, ja. Auschwitz ist eigentlich ein Rummelplatz. Ich war jetzt in Krakau und die größte Touristenattraktion in Krakau ist eine Reise nach Auschwitz, ein Ausflug nach Auschwitz. Man kann das in jedem Hotel buchen, morgens nach dem Frühstück geht's los, man kommt pünktlich zum Abendessen wieder zurück. Also der All-Inclusive-Tourist verpasst gar nichts. Und da kann er sich 5-6 Stunden lang in einem ehemaligen Konzentrationslager gruseln. Die Leute sitzen da, mummeln ihre Schnitten am Eingang, Entschuldigung, zur Gaskammer oder lassen sich vor dem Eingangstor fotografieren. Arbeit macht frei. Das Ganze ist ein unwürdiges Schauspiel und das ist wirklich einfach ekelhaft. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente. Hier in Deutschland ist man wahnsinnig bemüht, den letzten Holocaust zu verhindern, macht sich aber keine Gedanken über einen möglichen kommenden. Das ist so in Kurzfassung, ohne die Laune zu stören. Gibt es denn für Besucher der Gedenkstätte sowas wie einen Code of Conduct? Weil ich war mal da, es gibt ihn eigentlich nicht. Man muss sich quasi an seinen eigenen Vorstellungen überprüfen. Wenn man zum Beispiel, man ist ja länger da, es ist ein Feld, ein weites Feld und man fährt da lange hin. Und ich kann mir vorstellen, wenn Schulklassen da sind, kommt gegen Mittag sowas wie Hunger auf. Und es ist aber trotzdem, man ist da unterwegs und denkt so, richtig. Ich kann ja hier kein Korni essen. Doch. Es gibt eine Cafeteria und der Cafeteria steht ganz am Ende auf Polnisch, ich kann es ja lesen, steht drin: Wenn Sie mit der Qualität unserer Speisen nicht einverstanden sind, sagen Sie uns bitte Bescheid. Also man muss sagen, nach 45 hat sich die Ernährung in Auschwitz wesentlich verbessert. Wie erklären Sie sich denn, dass es gibt ja Besucherstatistiken der Gedenkstätte. Sie hätten ruhig etwas intensiver lachen können. Das geht schon auf. Das ist aber, wenn man sowas sagt, dann ist immer wie bei Harald Schmidt, ist das Ho-Ho-Ho-Lachen. Nein, ich finde es ja völlig okay. Sobald das Wort Auschwitz eingebaut ist, ist nicht mal das Ho-Ho-Ho-Lachen, da wird gar nicht gelacht. Schauen Sie, die besten Dokumentationen über das Dritte Reich sind Komödien. Das ist Charlie Chaplins Der große Diktator, das ist To Be or Not to Be von Lubitsch, vielen Dank. Das ist Mel Brooks, das ist die Komödie von Mel Brooks. Ja, aber die kommen nicht aus Deutschland, die Komödien, ne? Die kommen immer aus Amerika und England. Lubitsch ist ein Deutscher. Oh, Entschuldigung, ich nehme es zurück. Lubitsch war ein Deutscher, er musste aber umständebedingt nach Amerika auswandern, ja. Wie erklären Sie aber sich heute denn, würde er wahrscheinlich in Babelsberg drehen, das glaube ich schon. Ja. Wie erklären Sie sich denn, dass man kann ja die Besucherstatistiken von Auschwitz im Internet einsehen, dass Amerikaner und Südkoreaner in größerer Zahl dahin fahren, um Südkoreaner und Amerikaner mehr als Deutsche? Ja, die Deutschen haben es vor der Haustür. Ich habe irgendwie hier in Köln 23 Jahre versehentlich gewohnt und war kein einziges Mal im Kölner Dom. Man geht also nirgendwo hin, dass einem vor der Haustür liegt. Ach so. Nicht? Das ist schon klar. Wirklich, die Südkoreaner? Ja, Südkoreaner. Wahrscheinlich diese Europatouren, wo man alle in einem Tag alles angucken kann. Neuschwanstein, Heidelberg, Auschwitz. Ja, das ist doch. Nein, es ist wirklich ekelhaft. Es ist ekelhaft und es hat sozusagen historisch, politisch, moralisch inzwischen leider gar keine Bedeutung. Ahmadinejad droht ganz offen
mit der Endlösung der Judenfrage im Nahen Osten. Und hier wird sozusagen das Volk mobilisiert oder die Friedensbewegung mobilisiert, um den Nazis in den Arm zu fallen. Mit einer leichten zeitlichen Verzögerung von 70, 80 Jahren. Das ist so, als würde eine Frau von 70 Jahren sich überlegen, welche empfängnisverhütenden Mittel nehme ich jetzt ein? Zu spät, geht nicht mehr, wirklich. Jetzt nicken Sie ganz besonnen, Frau Roch. Ja, ich höre Ihnen zu. Ich wollte ja niemand die Laune verderben, deswegen habe ich ja gezögert. Charlotte, ich würde ganz kurz mal eben, einmal ganz kurz, können wir einmal ganz ich kurz komm mal mit. Ja. Die Stimmung ist am Arsch. Ja, alle reden über Auschwitz und einer hat Viagra genommen. Ich, die ist unglaublich schlecht. Ich finde das mein so Kopf cool. Macht so gudum, gudum. Und Dendemann hasst uns alle. Zu Recht. Ja, der wirkt angepisst, aber der will es nicht zugeben, ne? Ja. Ich kann nicht mehr. Okay. Ich stelle ein paar Fragen für dich. Also danke. Ich übernehme ein bisschen, okay? Danke. Das war wichtig. Jetzt geht's Ihnen schon besser. Ein bisschen, ja, tatsächlich. Ja. Man muss manchmal einfach entspannen. Aussetzen. Einfach mal raus. Wie wäre es mit einem Ausflug nach Auschwitz? Ich war schon da. Ich fand es. Sie waren da als Schüler? Als Nee, ich bin mal hingefahren. Wirklich? Ja. Freiwillig? Freiwillig, ja. Mit der Waffen-SS? Nein. Völlig freiwillig und ohne Lebensraum im Osten zu erobern. Ah, gut. Weil ich Familienforschung betrieben habe und ein Teil meiner Familie aus Schlesien aus der Ecke kommt. Und dann habe ich mir quasi das nicht nehmen lassen, wenn man schon mal mit dem Auto von Wrocław nach Krakau sagen fährt. Sagen Sie einfach Breslau, ist nicht so schlimm. Nein. Ich bin schon dann korrekt. Wenn schon politisch korrekt, dann richtig. Da müssen Sie auch Krakow sagen. Krakow. Chrząż brzmi w Trzcinie. W Szanowie chrząż brzmi i grzmi w Trzcinie, wenn ich leicht korrigieren darf. 100 lat. Niech żyje nam. Ja, genau. Sehen Sie? Sehen Sie. So, und da war ich da und muss sagen, es war viel in jeder Hinsicht nicht positiv gemeint, beeindruckender, als ich mir es jemals hätte erträumen lassen. Man liegt abends im Hotel und denkt, ich kann eigentlich nicht einschlafen. Selbst als jemand, der sonst mit Witzen sein Geld verdient. Also ich kann nur eins sagen, es gab vor 2-3 Jahren ist eine israelische Schülergruppe hingefahren. Und dummerweise glauben auch die Israelis, dass ein Besuch in Auschwitz eine pädagogische Wirkung hat. Und diese israelische Schülergruppe war so abgeturnt, dass sie genau das Richtige gemacht haben. Sie haben sich abends in die Jugendherberge, wo sie gewohnt haben, eine Stripperin bestellt. Statt sich also wirklich über den Gräbern da Gram gebeugt zu beugen, haben sie sich fürs Leben entschieden. Und das ist wirklich die einzige tolle Reaktion. Nein, eine von zweien. Und dann gab es eine Familie eines alten Überlebenden von Auschwitz. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die leben jetzt in Australien. Und sind vor 2 Jahren nach Auschwitz gefahren, haben nur ein kleines Video aufgenommen vor der Gaskammer, I will survive. Ah, ja, genau. War eine kontrovers diskutiert. Ja. Darf man da tanzen? Natürlich. Ich fand die Leute so toll. Bin sofort nach Mölbern geflogen, habe die besucht. Wunderbare alte Leute. Ein alter Jude von Mitte 80, der sich einfach freut, dass er überlebt hat. Hat seine Kinder, seine Enkel mitgenommen. Und dann haben sie I will survive vor der Gaskammer gesungen und gespielt. Und das ist wirklich die Form, den Zeigefinger zu zeigen. Die beste Form der Rache ist gutes Leben. Na, das Problem ist ja einfach, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich so, ist ja hier eine schöne Runde, aber so die wesentlichen Themen, vergesst Auschwitz, ich weiß nicht, was wollen Sie denn? Wollen Sie, dass wir alle vergessen und dann nicht dahin fahren? Oder ich verstehe. Also ich will so gar nicht. Nicht. Nein, nein, wissen Sie, dass, aber dass etwas wollen, gut, überlasse ich den Künstlern. Ich habe so ein bisschen gerade Schwierigkeiten, dieser ganzen Runde irgendwie mitzufolgen, so muss ich ehrlich sagen. So, weil es gibt so viele Sachen, wogegen man sein kann. Guck dir die Leute im Sudan an, guck dir die Leute in Ägypten an, guck dir die Leute in China an, guck dir Akte an, guck dir alle diese ganzen Sachen an. Guck dir die Leute in Chemnitz an. Naja, klar, guck sie dir doch überall an. Das Problem ist doch einfach, Ditte, dass wir gar nicht mehr vor Möglichkeiten wissen, wogegen wir sein sollen. Wo sollen wir denn anfangen so? Die Jugend ist total... Aber Leute suchen sich eben was aus. Naja, klar, empört euch. Du bist für Organspende zum Beispiel. Ja, unter anderem. Aber es ist ein wunderbarer Übergang. Aber freiwillig, ne? Ja. So. Freiwillig. Ja, ich war gerade kurz eingeschlafen. Worum soll ich? Aber Charlotte hat das gerade angesprochen. Du engagierst dich tatsächlich, das ist ja etwas, was in unserer gemeinsamen Arbeit nie vorkommt, ernsthaft für Dinge. Also im Gegensatz zu mir,
Hast du eine quasi eine kleine oder eine auch relativ große Seite? Also wenn man es ja, wenn man so sieht, teile ich so ein bisschen das, was Anna Fischer gerade gesagt hat. Es gibt ganz viele Sachen, für die du dich engagieren kannst. Und natürlich kann man nicht mit der nötigen Nachhaltigkeit sich immer für alles einsetzen, weil man auch nur eine Person ist und genauso viel Zeit zur Verfügung hat wie andere. Aber ich finde, mit einer gewissen Reflexion, die von einem ausgehen kann, wenn man eine Aufmerksamkeit hat, durch was auch immer, durch zum Beispiel im Fernsehen Witze erzählen, kann man diese Aufmerksamkeit ja umleiten auf Themen. Und es gibt manchmal Dinge, warum auch immer, bei denen einem das Herz ein bisschen höher schlägt, durch persönliche Geschichten, die man erlebt hat zum Thema oder weil man irgendwie denkt, das ist ein Thema, das mich interessiert und für das ich mich einsetzen kann. Und dann kristallisiert sich schnell heraus, für was man sich hinstellen kann und so. Und da, glaube ich, muss man sich auf einige Dinge beschränken, weil man ansonsten nicht mit der nötigen Konsequenz sowas machen kann. Also die Sachen, die ich mache, mache ich lange Jahre. Mhm. Und das mit der Organspende ist diese Heldenorganisation? Junge Helden, ja. Das ist eine Organisation, die heißt Junge Helden, die setzt sich im Endeffekt erstmal dazu ein, dass überhaupt aufgeklärt wird zum Thema Organspende. Das ist ein großes Problem. Also viele Leute sind zum Beispiel dem Thema Organspende sehr positiv gegenüber eingestellt. Man muss irgendwann im Leben einmal, in anderen Ländern ist das anders geregelt, einmal mit der Frage konfrontiert werden, will man das, ja oder nein? Also die Leute, die prinzipiell dem positiv gegenüber eingestellt sind, da ist eine viel höhere Prozentzahl als diejenigen, die einen Organspendeausweis haben. Und das ist ja einfach so eine Sache, die man rein mit Information und mit einer Art und Weise, wie man darüber spricht, was man verbessern kann. Was sind da nochmal diese Prozente? Ist das sowas wie 70% der Bevölkerung finden das eine gute Idee, haben aber alle keinen Ausweis? Genau. Kurze Frage in die Runde. Wer hat einen Organspendeausweis? Herr Broder? Ich kann schlecht loslassen. Ja. Ich immer schon. Also ich finde es super. So, aber dann merkst du ja gar nichts mehr. Das muss man noch mal kurz... Das sagst du so. Aber ich meine, viele haben mich oft schon für scheintot erklärt und hier sitze ich. So. Aber Dennemann, das muss man auch kurz erklären, weil darum geht es in dem Verein. Es gibt ganz viele Aktionen, die auch zum Thema Organspende informieren, die aber sehr missionarisch sind. Die also sagen, du musst unbedingt du kannst auf so einem Organspendeausweis Nein ankreuzen. Da fragen sie erstmal, was soll das denn? Es geht letztendlich nur darum, die Entscheidung zu treffen. Also es geht überhaupt nicht darum, wenn man aus welchen Gründen auch immer, die muss man auch gar nicht erklären, man muss sich ja nicht rechtfertigen dafür, dass man sagt, nee, aus irgendeinem Grund will ich das nicht und so. Selbst wenn alle, die demgegenüber negativ eingestellt sind, die Nein sagen, gibt es immer noch genug, mag man den Statistiken glauben. Ja, und es gibt ja auch, man kann auch Organe auslassen, die man nicht spenden möchte. Ja. Also wenn man so eine ESO-Idee hat, dass man nicht möchte, dass irgendwas mit den Augen passiert. Bereite ruhig die Rampe vor. Also wir haben uns da vorher darüber unterhalten. Ich muss ja auch nicht so ESO-mäßig sein, aber wenn man ein komisches Gefühl hat bei irgendwas. Ja, dann schließt man das halt aus, aber ich finde Charlotte spendet alles, weil ihr das total egal ist. Ja. Ne? Du, ich habe einen Organspendeausweis und spende alles. Und ich habe einen und möchte, dass das Gehirn nicht gespendet wird. Weil der denkt, es gibt eine Gehirntransplantation. Nein, weil das jemand anders bekommt, sondern das wird dann einfach in Scheibchen geschnitten und in irgendwelche Gläser gelegt oder sowas im Zweifel. Das wird ja nichts mit gemacht, das kannst du ja nicht verwenden. Sondern es ist dann einfach irgendwie Ausstellungsobjekt bei Gunther von Hagens im Arbeitszimmer. Ich dachte, du hast Angst, dass jemand rumläuft und die Sachen sagt, die du jetzt sagst. Dann. Das wäre niemandem zu wünschen, glaube ich. Würde denn jemand jetzt hier, um die gute Sache von Klaas zu unterstützen, einen Organspendeausweis ausfüllen? Ha! Nein, aber ich finde es prima, wenn es andere machen. Warum wollen Sie denn nicht? Also Sie sind also. Nein, wollen Sie mir nicht Ihr Herz spenden? Da geht's los. Also genau so sollte man Ihre Sachen will keiner mehr haben. Nein, oder was ist das Ding? Das ist ja schon falsch. Ich bin dagegen, die Natur zu manipulieren. Wirklich auch so künstliche Befruchtung und Organspende. Aber während Sie das sagen, warten 20 Leute auf ein neues Herz und vielleicht auch 12-jährige Kinder oder 9-jährige Kinder. Aber jetzt wirst du ein Arsch, Jan. Das ist genau das, was man nicht. Ich warte auf ein Abendessen. Aber er ist ja auch Arsch. Nee. Auf so eine nette Art. Ja, nee, ich finde, da muss man aufpassen, dass man genau damit nicht anfängt, dass man sagt, du bist ein Arsch, weil du das nicht machst. Nee, das, aber es stimmt ein bisschen. Ein bisschen stimmt's ja irgendwie. Also man darf nicht sagen, aber es stimmt. Nee, finde ich nicht. Nee? Nee. Aber ich merke, ich fange an mit dem Gedanken zu spielen, weil ich jetzt so nach dieser Stunde auch merke, wie sich hier der Kreis für mich geschlossen hat. Weil ich einfach jetzt, nach 15 Jahren, ich nenne es jetzt mal Rap-Geschäft, endlich im Backstage mit einem echten Gangster, also es geht jetzt wirklich, müssen Sie sich mal überlegen, was jemand wie ich, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was ich alles erleben musste.
So viele, die gesagt haben, sie sind es. Können wir mal kurz die übrigens wahrscheinlich stärksten Gene des Landes. Komm, wir verteilen Organspendeausweise. Ich weiß ja auch nicht, was von meinen Körperteilen überhaupt noch funktionsfähig ist, richtig? Also das wird dann ja schon überprüft. Also Klaas, ich gehe mal davon aus, Leber du hast schon einen. Ich habe die Lunge von Herrn Bohler will ich auf jeden Fall nicht haben. Wer will denn einen? Man muss den außer immer zum, mitführen. Zum Einfahrtteeren. Ist das dann so Access All Areas für den Arzt quasi? Ja, ja, genau. Aber man muss sich da jetzt nicht so anpissen. Das ist jetzt nicht wie in einem Krimi, dass die sagen, oh, der hat einen Organspenderausweis und lebt noch ein bisschen. Wir drücken ihm das Kissen aufs Gesicht, dann kriegen wir alle Organe. Nein, sondern mehrere Ärzte mehrere prüfen. Mehrere unabhängige Ärzte voneinander müssen den absoluten Gehirntod feststellen, bevor irgendwas passiert. Und das kann sowieso nicht einer alleine machen. Und ist auch nicht der, der aus dem Notarztwagen springt, sondern jemand anders. Gilt das denn auch für Gesichter zum Beispiel? Also das habe ich mal gesehen in der Dokumentation, wo ein Herzpatient quasi dann am Ende sein Gesicht gespendet hat und jemanden, der schwerste Verbrennungen hatte. Aber es gibt Schlimmeres. Der dann stell dir vor, du brauchst ein Organ, dann kriegst du was von Boris Becker verpflanzt. Ja. Das ist doch der Super-Gau. Wir sind nicht bei elitepartner.de, sondern bei Eurotransplant. Ja. Aber man kann übrigens bei Elitepartner auch Hauptschule ankreuzen, habe ich letztens gesehen. Ich habe mir das mal angeguckt, was soll das? Ist das nicht quasi gleichbedeutend damit, dass man einfach zu knuddels.de weitergeleitet wird? Ja, und dann sich so lange anstupst, halbes Jahr E-Mail-Kontakt. Wobei knuddels.de ist, glaube ich, die Plattform, wo bislang die meisten Opfer ihre Mörder fanden. Ne? War das nicht so? Ja, gut, mein, früher waren das dann irgendwie so die Kneipen und letztendlich sind das jetzt so die Kneipen des Internets. Ne? Also wenn irgendwie Fritz Honka im goldenen Handschuh in Hamburg gesessen hat, ist das jetzt ein bisschen die Entsprechung mit knuddels.de. Und die Entsprechung dafür ist ja das eines der unsäglichsten Möbel, die es überhaupt gibt, zu kaufen, der Computertisch. Aber das ist natürlich, ohne Computertisch keine Folge Frauentausch. Also das ist abends erstmal von einem langen Tag in der Kneipe sich mit einem Autorennspiel und dem dranschraubbaren Lenkrad erholen. Genau. Man sieht förmlich in dem Design des Möbels schon die Sehnscheidenentzündung, weil man immer so sitzt. Aber ich würde ja, bevor das Team von Frauentausch zu mir nach Hause kommt, würde ich erstmal meinen achteckigen Tisch neu kacheln lassen, fürs Fernsehen. Erstmal schön machen, damit wir die Leute die Kuscheltiere neu anordnen. Ja. Anna, füllst du den aus oder bist du nicht also so pass dafür? Auf. Das Ding ist, hier gibt es eine bei persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter der gebührenfreien Rufnummer, bla bla bla, kriegen Sie Antworten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin gerade in der Sendung. Und ja, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens. Aber das ist eine ganz krasse private Frage, die ich mir stellen muss. Du meinst, du brauchst mehr Zeit. Ja. Aber du kannst ihn gerne mitnehmen und nach Hause. Ich nehme ihn auf jeden Fall gerne mit, aber ich kann das jetzt hier nicht in der Runde so schnell entscheiden. Ist auch so Gruppendruck, das wollten wir ja nun nicht, aber dass jeder zumindest einen hat, ist ja schon mal gut. Es muss ja auch nicht jeder, also ich habe jetzt schon ein Thema gesagt, ne? Ja. Nein, ich finde das ganz, ganz toll. Ich finde das echt toll. Aber ich brauche definitiv Zeit für sowas. Ich bin da echt so überfordert, weil das immerhin, ich habe mir nie Gedanken gemacht, was nach dem Tod kommt, so. Keine Ahnung. So. Du hast dir noch nie darüber Gedanken gemacht? Na, ich habe mir schon mal darüber Gedanken gemacht, was kommt nach dem Tod, aber ich lebe gerade. Meine Pulsader schlägt. Ich lebe, ich fühle mich lebendig. Warum soll ich mir über einen Tod eine Frage machen? Dass der Tod kommt, ist keine Frage. Der Tod wird sowas von kommen und der wird mich zermalmen. Und ich hoffe nur, dass ich keine Schmerzen dabei habe. Das ist das Einzige, was ich hoffe. Alles ist so. In Ordnung. Alles genau, alles ist gut so. Alles und gut. Alles in Ordnung. Kann man eigentlich so einen Ausweis für jemand ausfüllen? Für einen Nachbarn, den ich... Das Problem ist... Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist eigentlich, dass man... Ich hätte da jemand im Auge. Ja, absolut. Also ich finde, da darf man ruhig mal so eine kleine Lotterie auch bei sich in der Straße machen. Ja? Aber vorher auswählen und gucken, dass wenn dann jemand über ein zufällig abisoliertes Kabel stolpert, dass der dann schon den hat. Aber... Wer ist nochmal der Verein? Kann Interpol spenden? Eurotransplant, nennt sich die Organisation. Aber was man Eurotransplant tatsächlich... Eurotransplant Frankenstein e.V. oder sowas, nicht? Ja, von mir aus. Also der was Chefarzt Sie auch immer für eine Geschäftsidee Doktor, haben, rufen Sie mich nicht an. Der Chefarzt heißt Dr. Mabuse, ja. Ja, viel Spaß. Ja. Wir haben, aber was tatsächlich und was ein Effekt ist, über den man vielleicht sprechen kann, ist, dass man manchmal in die Lage geraten kann, für jemanden zu entscheiden, zum Beispiel eigenen Kinder oder nächste Verwandte, dass wenn jemand eben diese Frage noch nicht beantwortet hat oder nicht zu Hause darüber gesprochen wurde oder man diesen Ausweis nicht hat, dann wird jemand anders zu Rate gezogen und das muss schnell gehen. Und dann erfährt man, dass jemand nicht mehr lebt und dann ist die nächste Frage und ja oder nein und so. Und vielleicht ist das eine Frage und eine Entscheidung, die man dann für jemanden trifft, die man dann so sein Leben lang mit sich rumträgt, weil man nie weiß,
hatte ich recht mit meiner Entscheidung und deswegen ist das nicht schlecht, sowas zu haben. Deswegen ist es auch nicht schlecht, Nein anzukreuzen. Wie war nochmal die Jugendorganisation? Kann ich mal den Zettel sehen? Moment, hier steht's drauf. Lesen Sie mal vor, Herr Bruder. Noch eine Minute. Ach du Scheiße. Wir können es machen wie Gottschalk live. Also genau, von 60 gibt's runterzählen auf 1. Oder wir können nochmal 60, 59, 58, 57. Das ist ungeprobtes Fernsehen. Es ist jetzt, noch die Chance, Werbung zu machen für ein Produkt, wofür man Werbung machen will. Dendemann, willst du Werbung machen für ein Produkt? Hier, Herr Funke. Lieber nicht. Ich habe nochmal Ihre Zeitung. Woher? Ja, schön. Haben wir unsere Kamera eigentlich? Hier, das können wir nach unten. Ich kann noch mal probieren, mich hinzustellen. Aber es ist absolut... Mach mal die Hose glatt. Nichts, absolut. Vielleicht liegt das auch einfach an der grundsätzlichen Größe, dass man da nichts sieht. Ja? Ist das... weil der Jan immun ist, oder was? Das ist krasse Körperkontrolle. Ja, das ist Selbstbeherrschung. Ja. Ich meine, ich sitze neben einer Frau, die mich angepumpt hat und ein Jude, der mich im Subtext gerade für den Holocaust verantwortlich gemacht hat. Es hat noch keiner zum Beispiel gesagt, es gibt auch andere Hersteller von Erektionen. Das ist ganz einfach. Er hat 20 Jahre Lindenstraße geschaut, jetzt kriegt er keinen mehr hoch. So geht das. Stimmt. Das war Rusch und Böhmermann vom Sonntag, was haben wir denn heute für einen Tag? Ohne Blut im Gehirn. Absolut, aber das hat man ja gemerkt. Eine Woche nach Gauk. Eine Woche, in der Woche nach Gauk. Und was hat sich alles verändert? Die Menschen kriegen keine Erektionen mehr. Und die haben auch nicht. Aber dafür klappt die Organspende ganz prima. Bis nächste Woche, tschüss. Vielen Dank unseren Gästen, Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich habe wirklich absolut gar keine. Es hat absolut nicht funktioniert. Also, eine Sendung, die zwischen erektiler Dysfunktion und Auschwitz hin und her pendelte, muss man mal sagen, eine ganz gewagte Gratwanderung. Aber interessant ist, dass die sich gar nicht so gefreut haben, dass du das einwirfst. Ich habe mich ja selbst nicht gefreut, aber Anna Fischer, ich finde das total krass, wie Schauspielerinnen immer auch privat wahnsinnig pathetisch sind. Und ich finde es gut, dass ich zum ersten Mal öffentlich mit Klaas Ernst gesprochen habe. Kurz. Ja, aber mir tat das leid. Wir haben also sozusagen, wofür die stehen, mit Dendemann mehr, aber mit Anna Fischer nichts über die Arbeit. Die einzige Frage, die wir gestellt haben, war das mit dem Müllmann. Ich bin mir nicht mehr sicher nach dieser Sendung und nach der Einnahme dieser Tablette, für was ich eigentlich stehe. Oh Gott. Ja. Sobald Auschwitz-Thema ist, ist direkt... Ich fand das eigentlich interessant. Fandst du das? Ich finde das auch eher besser, wenn es sehr, sehr tief und ernst wird mal. Und nicht immer nur Halligalli. War zu viel Arno Funke am Anfang? Nee. Ich habe das Gefühl, dass... Ich finde nicht, weil das alle interessiert hat. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum man so viele Fragen vorbereitet. Ich kann mir das alles nicht merken und habe Angst, die Gäste zu verwechseln. Ich habe wahnsinnige Kopfschmerzen und muss auf Toilette. Ich fand, das war heute eine sehr gute Sendung. Wie immer eigentlich. Wir bedanken uns bei der Gruppe Kraftklub für die musikalische Unterstützung. Bitte leisten Sie Ihren Beitrag zum Aufbau Ost und kaufen Sie alle Langspielplatten der Karl-Marx-Städter Halunkenbande. Und nun ist es Zeit für das Sandmännchen.